Es ist das Jahr 2018. Eine Frau läuft in ihrer Heimat, dem eisigen Sibirien, abends durch die Straßen, als sie einen grauen Fleck im Schnee sieht. Als sie ein zweites Mal hinsieht, realisiert sie, dass es eine Katze ist. Allerdings sieht es so aus, als wäre sie tot. Als die Frau näher hingeht, bewegt sich plötzlich etwas. Es ist die Katze, aber sie ist völlig kraftlos. Die Frau spricht mit der Katze und redet ihr gut zu. Sie zieht ihre Jacke aus, wickelt das Fellknäuel darin ein, rennt mit ihr nach Hause und steigt sofort ins Auto und fährt mit dem Vierbeiner zum Tierarzt. Auf dem Weg ist sie voller Hoffnung. Der Tierarzt kann bestimmt helfen. Und außerdem scheint die Fellnase ja äußerlich keine größeren Verletzungen zu haben. Beim Tierarzt angekommen, untersucht er den Vierbeiner. Die sorgenvollen Blicke verheißen nichts Gutes und er spricht es dann auch aus. Alle vier Pfoten, beide Ohren und der Schwanz sind vollständig erfroren und müssten amputiert werden, um den armen Stubentiger am Leben zu erhalten. Aber eine Katze ohne Beine kann nur rumliegen, das wäre Tierquälerei. Und so bleibt auch nur eine Option: das Leid des Vierbeiners beenden und ihn einschläfern. Eigentlich. Denn überraschend macht der Tierarzt der Frau Hoffnung. Denn zufälligerweise ist es genau dieser Tierarzt, der schon einmal erfolgreich eine Operation mit dem Einsatz von 4 Prothesen an einer Katze durchgeführt hat. Die Frau hört aufmerksam zu und gemeinsam beschließen sie, nicht aufzugeben und genau das zu versuchen. Sie wagen also die mehrstündige Operation. Eine Zeit voll Hoffen und Bangen. Aber tatsächlich, es ist geschafft. Die Samtpfote überlebt und bekommt 4 Prothesen. Die Frau ist einfach überglücklich. Sie adoptiert die Katze und schenkt ihr ein zweites Leben. Sie nennt ihren neuen Begleiter Dimka, der jetzt fast wieder eine ganz normale Katze sein darf. Zwar klappt es mit dem Springen nicht mehr so gut, aber alles andere läuft prima. Fressen und trinken, herumtollen und natürlich kuscheln, alles kein Problem mehr. Die Prothesen sind fest verschraubt und die neuen Füßchen sind aus flexiblem Gummi, so dass es sich fast läuft wie auf eigenen Pfoten. Wir finden es einfach herzerwärmend und wünschen der Frau, deren Namen wir nicht kennen, und Katze Dimka ein gutes, gesundes Leben und vor allen Dingen ein langes und zufriedenes Leben. Wie gefällt dir die Geschichte? Genauso gut wie uns? Oder findest du vielleicht, so eine große Operation sollte man einem Tier nicht zumuten und Dimka hätte eigentlich eingeschläfert werden sollen? Schreib uns deine Meinung dazu in die Kommentare. Schick das Video gerne auch an jemanden, den es auch interessieren könnte. Und wenn du kein Video von Knuddelig Katz mehr verpassen willst, dann drück jetzt auf Abonnieren und danach aufs Glöckchen, um die Benachrichtigungen zu aktivieren. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.